Hallo Freunde, herzlich willkommen zur 22. Folge Let's Play Diablo 2. Und beim letzten Mal wollte ich euch ja einen kleinen... zeigt mir mal, mein Kabel hängt hier noch. Beim letzten Mal wollte ich euch so einen kleinen Trick zeigen. Und ja, den habe ich jetzt mal vorbereitet. Okay, also er funktioniert besonders bei gecrafteten Items. Wenn wir Glücksspiel machen, funktioniert er leider nicht, wie ich feststellen musste. Deswegen habe ich auch nur 161.000 Gold. Erstmal ein Käffchen trinken. So, wie funktioniert der jetzt? Also, wir packen grundsätzlich unsere ganzen Crafting-Items hier rein. Ja, das ist jetzt also hier so ein, ist das so ein Ding hier? Ich glaube schon. Ja, das ist hier also so ein Ring hier. Und wenn wir jetzt hier raufklicken würden, dann würde der Ring erscheinen. So, was ist jetzt der Trick dabei? Wir klicken ganz normal rauf, schauen uns den Ring an und entscheiden, okay, bringt er uns weiter? Bringt er uns nicht weiter. Das ist schon mal Punkt Nummer 1. Wenn er uns nicht weiterbringt, ja, dann tappen wir in Windows zurück, was ich jetzt natürlich nicht machen werde. Wir tappen in Windows zurück oder wir gehen einfach in den Windows, öffnen den Task Manager und schließen das Spiel über den Task Manager. Wichtig dabei ist, dass ihr vorher also hier keinen Progress gemacht habt. Ja. Ich mache es immer so, ich räume also alles leer, verlasse das Spiel, hier auf Spiel verlassen, gehe wieder rein, ja, und erst dann fange ich an zu craften. Dann schließen wir das Spiel über den Task Manager, starten Diablo neu, das geht relativ fix bei dem alten Spiel, und sind wieder hier drinne und voila, dann müssten und dann erscheinen hier auch wieder die Crafting Materials. Wir können wieder craften und einen neuen Ring erstellen. Das ist das ganze Geheimnis, das klappt bizarrerweise nicht beim Glücksspiel. Aber Glücksspiel ist auch sowieso nicht so toll. Insofern packe ich hier mal alles wieder rein, weil ich im Augenblick keine Lust habe, hier eine Wing zu craften. Zack. Und ja, ob ihr das jetzt toll findet, ob ihr sagt, oh, ist ja voll Cheating oder so. Man muss aber wissen, dass man da trotzdem 10.000 Versuche für braucht. Also um hier einen vernünftigen Ring zu bekommen. Ich habe schon das eine oder andere Mal versucht, diesen Ring hier erstmal zu ersetzen. Problem ist, wenn wir uns also mal unsere Widerstände angucken, dann haben wir also 37 Blitzwiderstand und davon 31 auf dem Ring. Das heißt, ich brauche also einen sehr, sehr speziellen Ring, der zumindest so um die 20 Blitzwiderstand hat. Ich habe auch schon ein paar coole gehabt. Die hatten dann aber nicht 29 Feuer, 28 Gift oder so ein Schnitzel. Also man braucht da schon viel, viel Geduld. Ja, den Ring habe ich, glaube ich, so gecraftet. Der ist jetzt auch nicht so pralle. Ja, aber immerhin besser als die alten. Und damit, wie soll man sagen, und damit umgeht man so ein bisschen, also das ist natürlich total cool, damit umgeht man halt so ein bisschen diesen riesen Random-Faktor, weil einfach hier 10.000 Affixe hier drauf holen können. Ja, also dieser, ich weiß gar nicht, also der Ring, der hier mit dem Rubin hergestellt wird, der gibt uns auf jeden Fall Lebensabsaugung pro Treffer. Das ist hier leider nur 1%. Stärke und Leben. Und dann hat er noch 4 zufällige Affixe. Die hier sind Kältewiderstand, Feuerwiderstand, Magieschaden und Minschaden. Ja, die Größe der Affixe, ja, die passt sich also diesem Item-Level, also in unserem Fall 73, an. Ich hatte auch schon Ringe, die hatten 11% Punkte Lebensabsaugung. Ja, pro Schlag. Das ist natürlich cool. So, dann sehen wir uns gleich wieder. Das war mein kleiner Tipp hierfür. Der funktioniert wahrscheinlich auch bei allen anderen Rezepten. Gehe ich mal stark von aus. Ich weiß nicht, ob er im Markt 1 bei Charzy funktioniert, beim Schmied. Ich glaube aber schon. Das müsste man mal ausprobieren. Werde ich auch mal machen, wenn ich mal so ein mystisches Schwert finde. Beim Glücksspiel, wie gesagt, funktioniert es nicht. Ich kann euch ja nochmal meinen Goldstand zeigen. Also mein Goldstand ist jetzt hier nur noch auf 161.000. War jetzt nicht ganz so eine geile Idee von mir. Gut, dann sehen wir uns vor Tarashas Grab gleich wieder. So, da sind wir. Gut, ich habe also die Map nochmal angefangen. Also hier ist also nichts geklärt. Wir sehen es, da unten kommen also schon hier irgendwelche Höhlenkatzen an. Machen wir hier nochmal schnell weghauen. Und dann würde ich sagen, gucken wir nochmal. Das ist das wahre Grab. Und dann würde ich sagen, ist es das? Doch, da eins. Ah, sieht ein bisschen blöd aus, aber das ist wahrscheinlich der Grafik geschuldet. Und dann würde ich sagen,
Gehen wir einfach mal rein. So, Tarashas Grab. Gut. Ja. So, das Ding ist also relativ groß. Und wir müssen jetzt also hier einen Raum finden. Und die sind natürlich alle vollgebapscht mit Feinden. Ist natürlich klar. So, das wird also ziemlich lange dauern. Ich weiß nicht, ob ich das alles hier mal aufzeichnen will. Ja, auf jeden Fall so 20 Minütchen, da werden wir uns schon mit begnügen. Ja, das ist hier also relativ viel. Oh, Alter. Ja, lassen die mal rauskommen. Wichtig ist, dass der Typ hier die immer einfriert. Damit die hier zerplatzen, genau. Ah, da ist also irgendein Champion Pack. Wir sehen es schon. Also die Räume hier sind immer relativ voll mit. Mann, du sollst schießen und nicht. Bleibt man da schön in der Tür stehen. Ah, alter Schwede, ey. Da müssen wir ganz schön lange drauf einkloppen. Aber wir kriegen ja hier auch ein bisschen was. Für. Und nebenbei immer mal einen schönen Käffchen trinken. Ja, so sehen also die meisten Räume aus hier. Ah, da haben wir also unseren Champion, erhaltener Toter. Ja, dann können wir dich mal hier. Ja, da oben sind übrigens noch mehr. Wer hätte es gedacht? Oh Wunder, oh Wunder. Na, endlich. So, wollen wir mal hoffen, dass wir hier also. Oh. Wer schreibt mir denn da? Aha. Meine Freundin ist also gerade joggen. Gut. Also noch keine Brötchen. Keine Frühstücksbrötchen hier. Muss ich mich also noch ein bisschen gedulden. Hier. Ah, da ist noch ein. Wollen wir uns nochmal anbrüllen hier. Okay. Naja, das war doch ganz in Ordnung hier. Aha. Da ist also noch einer. Ah, die haben eine ganz schöne Kelle hier. Ah, speziell gegen zwei ist es also. Na gut, das bringt jetzt nichts, den anzubrüllen. Ah. Okay. Ach ja, da haben wir ja noch so einen blöden Sarkophag. So, vielleicht sollten wir. Ah! Jetzt ist der mir auch noch weggeschmürgelt hier. Natürlich blöd. War hier nicht irgendwo noch ein Sarkophag? Nee. Wo kamen die denn alle her? Na gut, der ist jetzt also tot. Das ist ja natürlich nicht so schön. Dann haben wir also 50.000. Bald können wir den, glaube ich, gar nicht mehr wieder erwecken. Ja, ich muss mir jetzt mal angewöhnen, hier so ein bisschen auch halt Dinge zu verkaufen immer wieder. Wie beispielsweise so einen dämlichen Kettenpanzer hier. Nehmen wir den. Packen wir da rein. Weil. Achso, jetzt haben wir hier. Genau. Ätherische Dinger bringen jetzt immer nicht so viel. Aber gucken wir mal. Achso, nee. Da wollten wir hin. Jo. Na gut, 1000. Die hätten wir uns auch knicken können. Achso, ich wollte ihn hier einfach nur wiederbeleben. Zack. Zack. Ja, können wir ja mal drin behalten hier. So. Dann schnell nach oben eilen. Seid gegrüßt. Man, der kostet jetzt 50.000, also mehr kostet er auch nicht. Vielleicht sollten wir auch. Wollen wir da eigentlich? Oh, eigentlich brauchen wir das noch nicht. Also ich habe überlegt, ob ich jetzt hier eine. Na,
ein Stadttor-Zauber. Oh nein, wir müssen dahin. Genau. Das ist gut hier. Verflucht. Na, lass mal unseren machen, da. Holen uns nochmal an hier. Naja, komm. Soll ich sterben? Ne? Ah. Na, komm schon. Jawoll. So, wir kriegen ja hier auch, genügend Regenerationstränke. So ist ja nicht. Wir brauchen aber schon relativ viele hier. Da ist ja noch einer. Aura, Magieresistenz und Verflucht. Da ist also der Verfluchte. Okay. Immer mal schön wieder brüllen hier. Ihr kennt die Taktik natürlich. Die ändert sich hier auch nicht. Ich bin ganz froh, dass wir hier also... Haben wir noch den komischen Diener hier. So. Bin ganz froh, dass wir hier also einen Barb genommen haben und nichts anderes. Was sagt denn eigentlich hier 830 Millionarius? So richtig viel haben wir hier also noch nicht bekommen. Dafür, dass wir hier also schon seit Stunden hierauf einkloppen. Ja, nicht wirklich. Aber ich glaube, ich werde Tarashas Grab vielleicht auch auslutschen. Na, lasst euch da einfach mal überraschen. Also einfach mal durchspielen, so bis wir halt direkt davor sind. Und natürlich, das spoilere ich an dieser Stelle schon mal, kriegt der Akt-Endboss eine eigene Folge. Das ist natürlich Standard. Das kennt ihr auch schon vom ersten Akt. Keine große Überraschung hier. Wir hatten doch hier noch so einen. Den brauchen wir nicht hier. Aber wir könnten hier nochmal so einen guten und guten nehmen. Dann nehmen wir, trinken wir die doch gleich. Und den können wir hier unserem... Achso, der war schon voll. Gut. So, also erster Strang ist hier erfüllt. So, biegen wir mal nach unten ab. Ah ja, hier ist also gleich hier Meister Stahlkäfer. Gut. Ach. Ja. Dieses Blitzding ist auch eigentlich ganz gut hier. Dass wir das noch zumindest noch 37 Blitzresis haben. Ich habe übrigens, also man braucht echt lange, um einen vernünftigen Ring zu craften. Und jetzt stellt euch mal vor, also wenn man diesen Exploit hier zumindest im, man muss ja sagen, zumindest hier nicht ausnutzen würde, das wäre schon, also ich bin, da kann natürlich jeder seine eigene Meinung haben, aber es ist natürlich hier sehr, sehr viel Glück dabei bei den Items und so weiter. Und das kann man, dem kann man halt so ein bisschen zumindest entgegentreten, indem man halt sagt, okay, um nicht halt immer alle Crafting Materials da neu suchen zu müssen, was natürlich auch nervig ist, dann mache ich es doch lieber auf diesem Weg. Aber glaubt nicht, dass ihr dadurch dann irgendwie einen perfekten Ring nach 2-3 Versuchen bekommt. Da könnt ihr knicken. Also da braucht er schon mehr Versuche. Also ich sag mal, ich hatte jetzt so, wer jetzt nicht lügen, 100 und habe immer noch keinen Blitzring gefunden. Also je spezieller ihr natürlich sucht, und bei mir ist es halt sehr speziell, weil halt diese Blitzresis da drauf sind, desto länger braucht ihr natürlich auch. Das ist so dieses alte Diablo-Prinzip, nicht? Immer besser, größer, weiter, ja, aber irgendwann geht's halt auch nicht mehr und irgendwann wird's halt schwierig und irgendwann braucht man halt ganz, ganz viele Versuche, ja. Aber gut, das werden die Diablo-Experten unter euch natürlich wissen, ja. Fällt aber auch keiner um, oder? Sehr schön. Okay. Hier aus diesen Dingern habe ich auch schon mal das ein oder andere coole Item hier rausbekommen. Das macht cooler Diamant, den können wir eigentlich auch mal verkaufen. Ich glaube, die haben wir. Gute Spinnennetzschärpe. Das ist doch hier so ein super Item, oder?
69. Warte, nee. Kann sein, kann nicht sein. Also so ein Elite-Item. So, gut, dann haben wir also diesen Raum hier auch schon erledigt. Ah, Dolchmesser brauchen wir nicht. So. Wir sehen also, die Gegner also ähneln sich hier drinnen. Also Stahlkäfer und die Erwecker und so weiter und Skelette und Bär. Mehr war bis jetzt, glaube ich, nicht. Ja, ach ja, natürlich. Und die Mumifizierten hier. Oder wie heißen die? Ja, die erhaltene Tod. Das sind also die stärkere Klasse davon. Hier ist die vertrocknete Leiche. Gut. Also halt diese untoten Mumifizierten hier. Wie man sie auch immer nennt. Die halt aus diesem komischen Sarkophag kabbeln. Gut. So, machen wir mal hier. Ah ja, das ist natürlich hier. Was ist das? Scheine Ausdauer, braucht kein Mensch. Und natürlich erstmal den Sarkophag hier zerstören. Komischen Sarkophage, die braucht man eigentlich relativ lange für. Weiß auch nicht so recht warum. Die Welt wird leichter. So, was haben wir jetzt? 831 Millionen. Ah, zähflüssige Angelegenheit hier. So. Was müssen wir den Stahlkäfer machen? Wenn wir uns hinten um den Kojoten kümmern. Genau, da kommt der nicht daran. Zau doch da schon. Rauchkugel, Schriftkugel brauchen wir nicht. Boah, jetzt erweckt er die da hinten schon wieder. Okay, da haben wir also schon mal erst zumindest mal einen Brunnen. Stehen wollen wir eigentlich nicht. Wäre doch schön hier, wenn wir die erstmal alle vernichten können. Genau, zweimal brüllen. Zack. Jetzt hau ihn schon kaputt. Okay. So, Gröbs haben wir hier überstanden. Oder auch nicht. Da unten sind natürlich noch meine Lieblingsgegner, die Stahlkäfer. Zack. Okay. Ah, den Riesenzauber nehmen wir auf jeden Fall mit. Kristallschwert ist witzlos. Haben wir da noch? Ne, haben wir nicht. Können wir auch nicht. Was haben wir denn da eingesammelt? Achso, aus Versehen schweren Gürtel brauchen wir nicht. So. Okay. Ausdauer-Elixier? Nee. Ach, so. Marco. Ah. Also erstmal den Vernichter hier.
sind denn da so eine... Hat der gerade einen Eisregen darunter fallen lassen oder war ich das? Was ist das denn? Na los, hau zu. Sehr schön. So, also wir kloppen uns jetzt hier schon geschlagene, ja, 20 Minütchen, da geht noch was. Machen wir hier eine halbe Stunde draus, würde ich sagen. Aus dieser wunderschönen Folge hier im Tarashas Grab und dann in dem richtigen Grab auch. Und wir sind hier aber in einer Sockgasse gelandet. Das ist jetzt nicht so schön, aber gut, erkunden wir nochmal alles. Gut, also das war es jetzt hier auch nicht, diese Abzweigung. Dann gehen wir nochmal hier an den Brunnen. Nimm noch ein Schlückchen Käffchen. Und dackeln also hier runter. Gut, also. Dann. Aha. Denn unser Freund hier? Oh. Ah, da ist ein Brunnen. Brunnen, immer cool. Unser Freund ist hängen geblieben. Ja, das ist so ein bisschen die Wegfindung. Haben wir aber schon das eine oder andere Mal erlebt. Ist jetzt auch nichts Neues. Da unten hängt da, wenn er oben in der Minimap guckt. Dann hängt er da wieder unten drinnen. Der teleportiert sich dann irgendwann automatisch zu uns. Würde natürlich alles ein bisschen schneller gehen, wenn er hier wäre. Ich bin überladen. Du bist überladen. Na, das ist ja toll. Okay. Ah, da ist er noch. Das ist doch schön. Ah, das kommt schon. Da unten etwa ein Sarkophag. Ja, wir mal gucken hier. Was die alle haben hier. Aber so richtig tolle Items finden wir jetzt auch nicht mehr hier. Das ist ein bisschen doof. Das gefällt mir nicht. Oh, natürlich total super direkt durchgerannt. Ist hier unten einer? Nö. Ist keiner. Gut. Ah, mein Freund kann sogar durch Türen schießen. Okay, dann gehen wir hier weiter oben lang. Also bis jetzt geht's. Oder, Jungs? Was sagt ihr? Also ich glaube, dass bis jetzt geht das Ganze hier. Liegt aber natürlich auch daran, dass wir hier unseren Kriegsschrei haben. Und der... Wir müssen öfter mal hier brüllen. Wir wollen hier eigentlich gleich mal den... Gleich mal... Oh Mann, Alter. Du sollst hier den Vernichter vernichten. Okay, ja, das scheint hier auch die Sackgasse zu sein, okay. Ah, lass mich mal hier zuhauen. So, dann holen wir uns den. Starker Heiltrank. Zerstören hier alles. Uah.